will gar nichts. Ich suche hier Akten. Naja, da hängen ein paar Leute dran. Ich soll jetzt wirklich in dem riesigen Waldgebiet hier nach Akten suchen. Ach komm, geh weg. Da liegt doch eine. Zu Händen aller Vorarbeiter. Bitte verständigen Sie, die Arbeiter, dass morgen früh ab 9 Uhr ein Prüf- und Bewertungsverfahren der Bodengüte durchgeführt wird. Bitte wählen Sie zur Unterstützung 2 bis 3 Ihrer verlässlichsten Arbeiter. Alle anderen sind aufgefordert, die Baustelle zu verlassen und sich bis zum nächsten Morgen auszustempeln. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an das Hauptbüro. Vielen Dank. Alter, das ist ein riesiges Gelände hier. Auf 100 Pro was drin. In time we hate that which we fear. Haben wir doch was. Unfälle und Gerüchte plagen Hospizprojekt mit Island Heim. 7. Januar 1987. Der Aktienkurs von G&C Investment Corp ist gestern inmitten schädlicher Gerüchte um das ohnehin bereits krisengeschüttelte Bauprojekt um 30% gesunken. Laut einer anonymen Quelle im Unternehmen wurde vor Ort mehrere Gräber entdeckt, die mehr als 300 Jahre alt sein sollen. Obwohl über den Inhalt der Gräber nichts bekannt ist, mutmaßte derselben anonyme Kontakt, es könnte sich um archäologische Überreste amerikanischer Ureinwohner handeln. Wenn das stimmt, könnte das den Bau weiter verzögern oder gar zum völligen Stillstand bringen. Ist hier sonst noch was? Ah. Hier kriegen wir einen Schlüssel. So, in diese Richtung. Mhm. Okay. This way, that way, this way, that way. So, wie groß ist denn das doofe Ding? Schon riesig. Ja, gehen wir mal da lang. Och nö, geh doch weg. Keine Zeit für sowas. Ja, ich weiß, es ist gruselig hier und du suchst mich heim und bla bla bla. Aber ich suche hier Akten. Oder Relikte oder was auch immer. So close and yet so far. Da ist doch noch eine. Da sind sogar 2. Stadtrat erwägt Ermittlungen gegen GC Investment Corp. 14. Februar 1987. Auf Druck des liberalen Ratsangehörigen Anthony Wassermann hat der Stadtrat von New Clipping in Erwägung gezogen, Ermittlungen über die Sicherheitsvorkehrungen des bereits seit einiger Zeit in Konstruktion befindlichen Hospizprojektes von GC Investment Corp auf Mid Island einzuleiten. Das Projekt erlitt bereits 3 Rückschläge, nachdem Bauarbeiter tödlich verunglückten. Ich bin seit 9 Jahren Mitglied des Stadtrates und noch nie ist mir ein desaströses Bauprojekt unterkommen. G&C wurde bereits mehrmals wegen Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften belangt, aber dieses Projekt stinkt zum Himmel. Ich bin fest entschlossen, auf den Grund zu gehen, sagte Wassermann bei einer Tagung des Rates am Donnerstag. Ihm widersprach die Ratsangehörige Shirley Johnson, die von mehreren Arbeitverbänden aufgerufen wurde, sich der Abstimmung wegen ihrer Verbindung zu G&C Investment Corp zu enthalten.
Oh, hier noch einen. Krankenhaus auf Mid Island vor Wiedereröffnung, 11. Januar 1986. New Kipling und G&C Investment Corp. haben sich zusammengeschlossen, um Mid Island zu modernisieren und eine Hospizbetreuungseinrichtung zu errichten. Dank großzügiger Spenden von G&C wurden einige Bereiche des Krankenhauses von Mid Island bereits renoviert und wieder zugänglich gemacht. Nach Fertigstellung des Hospiz werden Krankenhausmitarbeiter überstellt und das alte Krankenhaus wird abgerissen. New Kipling ist erfreut über die Gelegenheit, diesen wichtigen Bestandteil der Stadtgeschichte wieder aufleben zu lassen. So, fehlt noch eine. Ja. Ach, guck mal, hier ein Haus. Da ist die letzte drin. Life is but a butterfly's dream. Da hängt sie doch. Joe, ich habe Warner und Morgan für das Begutachtungsteam ausgewählt. Sie werden mit der Pfahlramme den gelockenden Boden nach dem Test stabilisieren. It's here. Was willst du? So, das Schloss war irgendwo da hinten. Muss mal. There is no escape. I can see that now. Even the rich fell prey to the 12. Affluence would offer no protection from them. Some would say. Kommen wir wieder in den Raum, ich weiß es. Zu Händen aller Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich dazu entschlossen, den Bau am Mid Island Hospiz zu beenden. Alle Bauarbeiten sind ab sofort einzustellen. Alle weiteren durchgeführten Arbeiten sind nicht von G&C Investments genehmigt und führen zur Vertragskündigung. Alle bisher beschäftigten Mitarbeiter werden bis zum Monatsende ausbezahlt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch ans Hauptbüro. Vielen Dank. Na, halt da lang unterwegs. Schlechte Neuigkeiten für New Kipling. G&C Investments hat das Hospizprojekt auf Mid Island unvermittelt eingestellt. Der Sprecher des Unternehmens, Tom Miller, hat den Einwohnern von New Kipling mitgeteilt, dass aufgrund des unsicheren und unberechenbaren Zustandes der Erde G&C den Bau nicht weiterführen würde. Neben dem Abbruch des Hospizprojektes stellt G&C Investments auch jegliche finanzielle Zuschüsse für die aktuell laufende Renovierung des Mid Island Hospitals ein. Das gesamte Personal wird von der Insel in andere Einrichtungen untergebracht und das Krankenhaus wird erneut geschlossen. Versuch's. The ache for home lives in all of us. Round and round. Never finding the end, never seeing the beginning. Möchte ich hier sein? Hier waren wir doch schon mal. Ach, ich bin 13. Patientin 13. Ich fürchte, Patientin 13, geboren am 7. Juli 1987. In diesem Krankenhaus steht eine schwere Zukunft bevor. Nachdem ihre Mutter bei der Geburt verstarb.
Komplikationen durch rapiden Blutverlust und verschiedene Narkotika in ihrem System taten ihr alles uns Mögliche, um Pflegeeltern für sie zu finden. Sie ist ein unvorstellbar liebes Baby und die meisten Schwestern kümmern sich besonders um sie. Kurz nach ihrer Ankunft haben wir nach Angehörigen in der Umgebung gesucht, aber unsere Recherchen haben uns in eine interessante Richtung gelenkt. Der Name Gwyn hat offenbar eine lange und bewegte Geschichte hier. Die ältesten Berichten gehen bis zur Legende der 13 Hexen zurück, die angeblich hier auf Mid Island getötet wurden. Die überlebenden Angehörigen der Familie Gwyn wurden anscheinend kurz darauf aus der Stadt vertrieben. Ich bezweifle, dass es eine Verbindung gibt, aber einige der abergläubischen Mitarbeiter halten die Zahl 13 für keinen Zufall. 13 leidet zwar nicht an fötalem Alkoholsyndrom, aber sie wird von regelmäßigen wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen geplagt. Einige der Ärzte hier glauben, es könnte sich um Narkolepsie handeln, aber andere Symptome lassen mich daran zweifeln. 13 starrt manchmal stundenlang ins Leere. Sie verlangt nie nach Essen. Sie schwankt zwischen Überschwänglichkeit und Katatonie. Entschuldigung. Wie sollen wir ihr je ein Zuhause finden? Ihre ersten Pflegeeltern haben sie zurückgebracht, weil sie seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat und weil Dinge in ihrem Zimmer auf unerklärliche Weise über Nacht verrückt wurden. Einige der Schwestern sagen, ihre Mutter hätte sie mit einem Fluch belegt. Aber ich glaube, sie hat vor ihrem Tod nur Unsinn geredet. 13 ist ohne Zweifel etwas Besonderes. Ich wünschte, ich könnte sie selbst aufnehmen. So kurz vor unserer Schließung muss ich gestehen, dass ich dich vermissen werde, Sarah Gwyn. Mögest du mit Gottes Hilfe zu der Frau werden, die du sein kannst und nicht zum Produkt deines Erbes. Also sind wir doch die 13. Let's begin. You remember, don't you? Your poor mother's been in pain, gasping as she brought you here. All that time spent hiding, trying to protect you, failing to protect herself. All that time, sick and wandering, only to be brought back here to die. How her heart sank when they wheeled her in, knowing in spite of it all they'd find you again. You're quite lucky, you know. Despite having ended her life, she loved you, Sarah. She really did. The last thing she did protected you, cast you in light. And yet the darkness, you know, the blackouts, the blackness, so thick you can hardly see. It kept them from you, Sarah. It kept you being you, even when you didn't know who you really were. Sarah, we're ready for you now. Ich habe keine Signalfackeln. So, ich glaube, das ist das Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ein paar gruselige Momente waren dabei. Ja, jetzt habe ich den Abspann übersprungen. Ist ja nicht so schlimm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.